natürlich bin ich sehr, sehr glücklich über die drei Punkte. Ich denke, wir haben starke Special Teams gespielt. Wir haben drei Tore in Unterzahl geschossen mit dem Direct Goal. Sehr schönes Überzahl-Tor geschossen mit der Überzahl. Und über ja, 45 Minuten war ich sehr zufrieden mit unserer Leistung. Und dann die letzten 15 Minuten haben wir uns meiner Meinung nach ein bisschen zu viel auf unsere starken Torwart des Andres verlassen. Und dadurch ja, sind wir ein bisschen geschwommen im eigenen Gürtel. Und die Düsseldorfer haben hier technische Klasse dann ausgespielt. Aber Gott sei Dank haben wir Dennis hinten drin. Und er hat uns ein paar Mal gerettet, dass wir dann auch diese Siege in dieser Höhe auch noch nach Hause fahren können. Und wie gesagt, wir sind sehr, sehr zufrieden mit dem Verkauf. Dankeschön. Jeff, danke. Tja, im Gegenteil zu Larry bin ich nicht zufrieden mit diesem Spiel heute. Ich fand, wir haben 10 Minuten Eishockey gespielt. Höchstens im zweiten Drittel da. Wir hatten ein bisschen Druck gemacht. Wir sind wach geworden. Aber das ganze erste Drittel, das ist unkonzentriert gespielt. Wie Larry schon erwähnt hat, die drei Unterzahltore, die die geschossen haben, sowas habe ich noch nie erlebt. Wir waren in so Überzahl-Mode wir waren einfach zu soft und noch nicht konsequent. Und wir haben 18 Schüsse aufgegeben. Die waren gute Chancen, gute Schüsse, aber man kann nicht 7 Tore abgeben mit 18 Schüssen.